Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wa sallallahu wa sallam, barak ala nabiyyina Muhammad. Allah Segen, Heil und Barmherzigkeit dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, ich bezeuge und wir alle bezeugen, dass Allah Azza wa Jal den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Warner und Überbringer froher Botschaft zu den Menschen entsandt hat und dass er seine Aufgabe erledigt hat, dass er seine Pflicht Allah gegenüber die Botschaft zu erfüllen, erfüllt hat. Wir bezeugen, dass er sallallahu alaihi wa sallam die Religion so klar und deutlich zurück für uns überbracht hat und zurückgelassen hat, dass wir nicht fehlgehen können, was hinsichtlich der Deutlichkeit der Botschaft. Kein Mensch kann sagen, mir war nicht klar, was ich glauben sollte, mir war nicht klar, was ich machen sollte. Die Botschaft ist deutlich. Meine lieben Geschwister, Allah Azza wa Jal und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ermahnen uns immer wieder, dass wir uns vor dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters, vorsehen sollen, Taqwa haben sollen. Und das ist ein Teilthema der heutigen Predigt. Wenn wir darüber nachdenken würden, was uns erwartet, wenn wir darüber nachdenken würden, wie die Rechenschaft am Tag der Auferstehung aussehen wird, dann würden wir uns fragen, ist nicht der Zeitpunkt gekommen, an dem der Sünder seine Sünden bereut und weint um die Zeit, die er vergeudet hat, den Tag, den er sündhaft verbracht hat und die Nacht ebenfalls, sodass seine Waagschalen sehr leicht geworden sind. Vor ihm wartet eine anstrengende Zeit, damit meine ich die Anstrengung des Todes und die darauf folgenden Strafen für die Sünder mit all seinen Formen, die nur Allah Azza wa Jalla alleine kennt. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, denkt an den Tag, an dem die Menschen versammelt werden, an dem die Menschen zum Tag der Auferstehung auferweckt werden. Denkt an den Tag, an dem viele Menschen bereuen werden. Es ist der Tag, an dem wir versammelt werden und viel Seufzen hören werden. Es ist der Tag, an dem Menschen über die Brücke stolpern werden. Es ist der Tag, an dem man sich bewusst wird, was man gemacht hat, wenn man seine Waagschalen sieht. Und es ist der Tag, an dem die Ungerechtigkeit sich in Finsternissen widerspiegeln wird. Es ist der Tag, an dem man erkennen wird, dass die Bücher, die für einen aufgeschrieben haben, alles umfasst haben, sogar die Blicke. Und es ist der Tag, an dem wir das, was wir getan haben, gramvoll bereuen werden. Eine Gruppe wird im Paradies sein und die Stufen des Paradieses hinaufsteigen und eine andere Gruppe wird im Höllenbrand sein und immer tiefer sinken. Das Einzige, was dich von diesen Ereignissen trennt, ist, dass ausgerufen wird, die Person so und so ist gestorben. Und dann wirst du antworten, obwohl du gestorben bist, und sagen, mein Herr, bring mich wieder zurück. Und man wird dir sagen werden, nein, es gibt kein Zurück mehr. Meine gläubigen Geschwister, einer der gramvollsten Momente, die ein Mensch am Tag der Auferstehung, wenn er ein Sünder war, erleben wird, ist der Moment, in dem ihm bewusst wird, dass die Verbindungsstricke, die er in diesem Leben gehabt hat, die Verbindungsstricke zwischen sich und seinem Vater und seiner Mutter und seinen Kindern und seinen Nachbarn und seinen Freunden und seinen Familienmitgliedern, die Leute, die einem am engsten standen, die Leute, die einem
diesem Leben, wenn man ein Problem hat, unter die Arme gegriffen haben und geholfen haben, dass diese Menschen plötzlich einem nicht mehr beiseite stehen werden. Es wird keinen Vater geben, der einen fürsorgsam aufnimmt, und keinen Sohn, der einen unterstützen kann, und keine Mutter, die einen errettet, und keinen Bruder, der einem hilft. Und noch schlimmer ist es, man wird erleben, wie diese Menschen nicht nur nicht für einen dastehen, sondern dass sie, Gott bewahre, sich sogar von einem lossagen. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, diese gramvolle Reue wird sich im folgenden Bild widerspiegeln. Manche Menschen werden ihre eigenen Hände beißen vor lauter Reue. Allah sagte sinngemäß in Surat al-Furqan, der Tag, an dem der Ungerechte in seine Hände beißen wird und sagen wird, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen gemeinsamen Weg eingeschlagen. Oh, wehe mir, hätte ich doch den Sohn so nicht zum engen Freund genommen. Er hat mich vom Gedenken an Allah abgebracht, nachdem die Wahrheit und das Gedenken zu mir gekommen ist. Diese Person, dieser Sohn so, von dem Allah in dieser Ayah spricht, hätte ich doch den Sohn so nicht zum Freund genommen. Dieser Sohn so, wisst ihr, wer das ist? Das ist genau diese Person, die sagt, ach, hört dir mal dieses Lied an. Oder schau dir mal diesen unverschämten Film an. Oder, ach, du bist in der Not, was willst du machen? Musst du halt einen Kredit nehmen von der Bank. Oder, ach, guck mal, mach die Arbeit, die ist zwar haram, aber was willst du machen? Du hast keine andere Möglichkeit. Und die anderen, die sind zu streng. Diese Person so und so ist die Person, die dich in diesem Leben abbringt von der Gehorsamkeit der Ta'a Allah Azza wa Jal gegenüber. Allah Subhanahu wa Ta'ala, und er ist derjenige, der von allen immer die Wahrheit spricht und der Wahrhaftigste in seinen Worten, er sagt ja sinngemäß im Koran, in Surat Al-Zukhruf, die engen Freunde werden an jenem Tag einander Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, jede enge Freundschaft wird an jenem Tag zu einer Feindschaft, außer der Freundschaft der Gottesfürchtigen untereinander. Meine lieben Brüder, wer von euch geprüft wird von Allah Azza wa Jal durch solch eine, ich sage nicht Freundschaft, sondern eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Feindschaft, soll sich von diesen Menschen lossagen, bevor er sich von dir lossagen wird. Denn Allah Subhanahu wa Ta'ala sagte im Koran sinngemäß, und gedenke des Tages, an dem diejenigen, die befolgt werden, sich von denjenigen lossagen werden, die ihnen gefolgt sind. Und wenn sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind, und diejenigen, die gefolgt sind, sagen werden, du, der du anderen Leuten nachgemacht hast, der einer hat dir gesagt, mach so, du hast gesagt, okay. Und diejenigen, die anderen gefolgt sind, sagen werden, wenn wir die Möglichkeit bekommen, zurückzukehren und uns von ihnen loszusagen, so wie sie sich von uns losgesagt haben. Allah sagt, so zeigt ihnen Allah ihre Taten als gramvolle Reue. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht rauskommen. Das ist die Reue derjenigen, die anderen Menschen folgen, ohne ihren Verstand zu benutzen. Und deswegen lautet die Errettung vor all diesem, dass man nichts über das Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam stellt und über seine Rechtleitung. Die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist vergleichbar mit einem Schiff, mit dem Schiff von Nuh alaihi salatu wasalam. Wer auf das Schiff von Noah drauf gestiegen ist, ist errettet worden. Wer nicht drauf gestiegen ist, ist ertrunken. Meine lieben Geschwister, an jenem Tag wird ein jeder jede Möglichkeit ersuchen, um sich von der Strafe Allahs Azza wa Jal frei zu kaufen. Allah berichtet uns im Koran al-Karim sogar, dass der Mensch bereit sein wird, seinen eigenen Vater und seine eigene Mutter
Sogar er wird bereit sein, die gesamte Menschheit, wie Allah sagte, wer auf der Erde ist, alle, die auf der Erde sind, er wird bereit sein, sie alle als Sündenbock vorzuschieben. Er wird bereit sein, sie alle zu opfern, nur damit er selbst errettet wird. Da gibt es an dem Tag nicht, dass jemand sagt, ich nehme die Strafe für ihn, ich nehme das auf meine Kappe. Ich lasse mich bestrafen, damit du, o Vater, ins Paradies gehen kannst. Das gibt es nicht. Die Strafe ist zu groß, als dass jemand sagen würde, ich übernehme das für jemand anderes. In diesem Leben, der Vater übernimmt für einen, der Sohn übernimmt für den Vater, jeder bürgt für den anderen, aber im Jenseits wird es das nicht mehr geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran al-Karim, der Tag, an dem der Mensch vor seinem eigenen Bruder, vor seiner eigenen Mutter, vor seinem eigenen Vater, vor seiner eigenen Gattin und vor seinen eigenen Söhnen fliehen wird. Warum? Weil er möchte nicht von ihnen gesagt bekommen, du bist schuld daran, du bist derjenige, der mich so erzogen hat, du bist derjenige, der mich nicht darauf hingewiesen hat. Er möchte das nicht. Weil jeder sucht nämlich eine Möglichkeit, es dem anderen anzuhängen. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg verleiht, der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir einander für Allah azza wa jalla lieben. Dass unsere Beziehungen für Allah subhanahu wa ta'ala in erster Linie aufgebaut werden und dass wir uns in diesem Leben lossagen von den Menschen, von denen wir uns am Tag der Auferstehung spätestens lossagen werden. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wa sallallahu wa sallam, mubarak an Nabi.